So, da sind wir auch schon wieder zur neuesten Folge Let's Play Risen 3 Titanlords. Ja, nachdem wir die Strandgegend schon mehr oder weniger ein bisschen gesäubert haben und wir zahlreiche Kämpfe überlebt haben, gerade so teilweise, und leider auch einige unschuldige Opfer dran glauben mussten, wie Schildi hier zum Beispiel, werden wir uns natürlich weiter der Rettung der Gnome hier widmen auf der Insel der Diebe. Tja, wenn die wüssten, dass ich den größten Dieb hier auf Erden auf die Insel geholt haben. Und der soll sie dann auch noch retten. Das mache ich natürlich nur wegen dem ganzen Loot. Ist ja klar. Soll es auch anders sein. Oh. Ach Mann, ey. Also mit Krabben habe ich es ja echt. Es geht quasi schon da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Ist ja noch richtig spannend. Eigentlich erwarte ich jetzt, dass irgendwie noch ein Alligator oder sowas ankommt oder noch eine Riesenkrabbe oder anderes Getier. Denn das war ja bisher immer so in den Kämpfen, dass irgendwas noch angeschissen kam. Wenn man natürlich bei den Kämpfen sich die ganze Zeit bewegt und rumrennt, läuft man natürlich Gefahr, irgendwo reinzurennen, wo man nicht hin wollte. Noch einen kleinen Snack zwischendurch. Mal hier so ein bisschen Heilung erhalten. Mann, die Fische im Wasser, die nerven ja schon ganz schön, denn ich denke, jedes Mal kommt irgendwas von hinten angesprungen. Na, ist glaube ich gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man einfach ein bisschen weiter weg wartet, die schwere Attacke macht und dann der Gegner reinläuft. Und einen dann kurz vorher umhaut sozusagen. Ja, das Aussehen von der Krabbe ist so umwerfend. Es hält mich quasi kaum auf den Beinen hier. Sehr schön, auf jeden Fall. So, bevor ich es vergesse. Oh, ich habe gerade vergessen, die Zeit zu stoppen. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit ich jetzt schon in der Aufnahme drin bin. Ja, schauen wir einfach mal. Genau, bevor ich es vergesse, ich wollte ja beim letzten Mal noch die Waffe angucken, die wir bekommen haben. Denn wir haben ja von dem kleinen Gnom irgendwie eine Pistole oder irgendwas bekommen. Bin ich denn hier? Ach, hier, langläufige, genau. Was haben wir denn? Der lange Lauf erlaubt sehr präzise Schüsse. Das ist natürlich die Frage, ob ich. Wurfdolch habe ich tatsächlich auch. Also die habe ich ja schon eingesammelt in den ganzen Folgen vorher. Im Tempel zum Beispiel, da wo die ganzen Leichen rumlagen, die ganzen Skelette und was auch immer. So. Oh, ich habe dann tatsächlich 23 Schuss mit dem Ding. Das ist ja echt gut. Ja, das Problem ist, ich möchte halt ungern. Oh Mann, ey.
Da liegt irgendwas rum. Ist vielleicht das, was ich brauche. Der hat da irgendwas von einem langen Ding mit einem... Wo wir schon mal hier sind. Gehen wir doch mal kurz hin. Ah, alles klar, das war schon mal das Lager des Nordens. Aber wir schon mal dabei sind, machen wir hier natürlich das Krokodil auch noch mit. Das ist ja schon mal hier in der Gegend. Wer kommt jetzt? Das Krokodil. Ich hätte die aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie zu nah an das Lager ankomme, nicht, dass die Gnome mich, die Kobolde mich angreifen. Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus, wie das hier funktioniert mit den Kämpfen. Aber der Schaden ist trotzdem immer noch zu gering. Geht auch wunderbar hier. Schon das nächste Lager, da wollen wir da gar nicht rein. Okay, also hier waren wir schon drin hier in dem Lager gerade eben. Da haben wir ja das Fernrohr gefunden. Den Weltenseher. Und ich hoffe tatsächlich, dass man am Ende, wenn man die Gnome hier befreit hat, also diese Geister, dass man auch mal dazu kommt, hier die Lager zu plündern. Ich würde schon gerne mal reingucken, aber ich darf halt niemanden töten dort drin. Das ist natürlich das Problem gerade. Sonst würde ich halt einfach mal reingehen in so ein Lager. Aber ich darf halt leider noch nicht. So. Ach, hier ist wieder der Eingang. Genau. Hier steht ja auch unsere Schaluppe rum, mit der wir angekommen sind hier auf der Insel der Liebe. So, gut, dann haben wir das Lager auf alle Fälle schon mal ja geplündert. Zumindest das Dings da gefunden, was wir hier holen sollten. Können wir jetzt zum nächsten Lager gehen auf jeden Fall. Und vielleicht hilft uns ja die Dunkelheit, ungesehen ins Lager zu kommen. Das wäre natürlich echt gut, wenn das irgendwie so einen Einfluss drauf hätte. Aber selbst wenn es keinen Einfluss drauf hat, ich meine, atmosphärisch wirkt es auf alle schon mal sehr gut. Wäre heute ein bisschen unrealistisch, wenn es die ganze Zeit tatsächlich Tag wäre. Also... würde mich jetzt natürlich nicht stören, denn wie gesagt, man sieht halt auch eine ganze Menge. Und war ich hier schon drin in dem Lager. Kurz auf die Karte gucken. Nee, war ich nicht, aber ich musste auch gar nicht hin. Achso, genau, ich wollte mal nach der Trophäe des Südens gucken. Ja, alles klar, gut. Das ist tatsächlich, ich habe das auch schon vorhin gesehen, was es sein könnte in dem Lager. Das war eine Pistole, die auf dem Tisch lag. Allerdings bin ich beim Reinspazieren in das Lager. Dachte ich, ich werde nicht gesehen, aber dummerweise hat mich dann doch so ein Kobold gesehen. Ja, dann werden wir das Ganze jetzt nochmal in Angriff nehmen. Ich hatte ja auch keine Quest dafür vorhin. Also da dachte ich mir so, okay, ich müsste es vielleicht einsammeln, aber
Dem war halt noch nicht so. Wieso ist der einfach wieder da? Ich hab den da schon mal getötet. Ja, vielleicht respawnen die ja tatsächlich auch. Oder ist das ein anderer Affe hier? Beziehungsweise eine andere Gegend? Denn da ist ja noch irgendwas im Boden. Komm mal wieder her hier. Gerade schon, er hing fest, ne, aber irgendwie habe ich mich da getäuscht. Gut, würde mich auch wundern, wenn Affe Hemd festhängen würde, denn ich meine, der hüpft ja hier rum wie ein Geisteskranker. So, also ein goldenes Zepter. Alles klar. Und eine Voodoo-Puppe. So, und da drüben auf dem Tisch geradezu, da ist tatsächlich dieses Item, was ich haben wollte. Aber ich bin mir nicht sicher, vorne hat mich hier von unten einer angegriffen. Der hat mich wahrscheinlich gesehen. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt ungesehen rüberkomme. Ich meine, ich könnte ja natürlich auch mal, wie viel haben wir denn noch? 5-mal Papageienflug. Ich könnte natürlich auch rüberflattern als Papagei. Wäre vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Ist natürlich die Frage, ob die ganzen Kobolde, die hier drum rumstehen, das durchschauen, wenn da einfach mal ein Papagei rumfliegt und im Lager landet. Das wäre natürlich mal interessant rauszufinden. Oder ich renne tatsächlich rüber, wenn der nicht guckt. Wir probieren das einfach mal. Natürlich frage, ob der. Also ich weiß ja, dass der Schamanengeist hier auch verwirrt ist. Einfach mitnehmen und wieder gehen. Meinungsverstärker ist natürlich auch ein guter Name für so ein Teil. Gut, das war schon mal Lager Nummer 2. Oh, das war der, der uns vorhin angegriffen hat. Verdammte Axt. Ich darf den ja nicht töten. Dann nix wie weg hier. Aber ich komme nochmal wieder und dann ziehe ich dir einen Scheitel glatt auf jeden Fall. Kannst schon mal Gift draufnehmen. Ja, man sieht hier auch auf alle Fälle teilweise, dass hier tatsächlich auch noch so ein paar Frame-Drops existieren, dass die Framerate in dem Moment halt gut einbricht. Es ist zwar nur wirklich für Sekundenbruchteile, aber man merkt es halt doch teilweise. Und das war schon bei Resident 2 so, auf jeden Fall. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass man das irgendwie mal in den Griff bekommt, das Problem. Aber es ist jetzt auf alle Fälle noch nicht so extrem störend. Also es, man merkt es halt, aber es ist jetzt nicht so spielentscheidend. Schlimm wäre es, wenn man halt dadurch irgendwie, keine Ahnung, die Kämpfe nicht mehr so richtig kontrollieren könnte. Das wäre natürlich echt übel. Aber dem ist ja Gott sei Dank nicht so. Oh. Ach, Farmier, genau, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Genau, und der meint ja, hier gibt es so einen Kristallgang, den ich doch mal untersuchen soll, aber ich ahne Schlimmes, dass hier irgendwie... Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, das sag ich mir fast, Spitzhacke, okay. Ich ahne tatsächlich Schlimmes, dass hier irgendwas kommen wird, was mich angreift. Oder auch nicht. Es hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert. So, wo stehen wir denn hier? So, und er meint ja, man müsse irgendwie hier rüberspringen, aber man könne hier rüberspringen. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt das Ding? Also muss ja tatsächlich schon gleich hier vorne liegen irgendwo. Ich sehe... Ah, Moment, auf dem Tisch, glaube ich, hier in der Mitte. Da. So leicht über dem Kopf, da. Das schwarze Etwas. Ah, scheint ganz gut zu sein. Sehr schön. Funktioniert wunderbar hier. Dann verpissen wir uns ja gleich mal wieder. Oh, schon wieder eine Höhle. Und eine Truhe. Wahnsinn. Und wahrscheinlich verschlossen. Ja, alles klar. Ich hab's wirklich geahnt. Ich brauche ganz dringend irgendwo Herrn Dietrich oder sowas, denn ich kriege hier keine Truhen auf. Das hier? Teleportstein. Ja, ich habe da schon mal einen gefunden, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wofür die da sind. Aber das wird sich sicherlich im Laufe der Geschichte noch herauskristallisieren, was da mit den Dingern zu tun ist. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt schon 5 Kisten insgesamt und ich kann mir auch ehrlich gesagt kaum merken, wo die alle sind. Also das ist etwas ungünstig. Ich würde es ja gerne wirklich gleich aufmachen. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen zur Insel der Diebe, in der Hoffnung, dass ich hier ein bisschen Zeug lernen und kaufen kann. Vor allen Dingen halt einen Dietrich oder sowas, um überhaupt mal so eine Kiste aufzukriegen. Oh, das hat schon echt wehgetan. Das sollte man natürlich öfter machen. Ja, denn das Problem ist, selbst wenn ich einen Dietrich hätte, ich habe da gar keine Liebesfertigkeiten mehr. Also die sind ja alle weg. Nach meinem Übertritt ins Schattenreich. Und von daher muss ich da natürlich erstmal ein paar Punkte reinstecken. Aber ich habe natürlich noch nicht so viele. Aber nachdem wir jetzt hier den Strand gesäubert haben von den ganzen Viechern, sollten wir auf alle Fälle wieder ein bisschen mehr Punkte haben, um irgendwas zu leveln. Wer bist du? Du bist irgendwas freundlich Gesinntes, hoffe ich. Ja, sieht aus wie ein Gnom. Ein Homie? Was macht ein Homie auf Insel der Gno? Ich bin nur auf der Durchreise. Ah, du bist reisender Homie. Gabo intelligenter Gno. Versucht Hono der Gno in Welt zu vergrößern. Gabo auch dem Taki, dem Clown, abgeschworen. Er jetzt arbeiten für Kulki und Gold. Du arbeitest? Jep, jep. Gabo arbeitet. Gabo ist Jäger. Was jagst du denn? Ich jage ein furchtbares Gotzo. Ein Monster, so furchtbar sein, dass Gabo Angst hat, es zu nennen. Spuck's aus. Wir nennen es den Gnomfresser. Eine furchtbare Bestie. Sie frisst Gno und klaut unsere schönen Dingi. Die Bestie so schrecklich, dass kein Gno sich in ihre Nähe traut. Sie so grauenvoll, dass... Ich hab's kapiert. Schreckliche Bestie und so. Ich helfe dir, die Bestie zu töten. Homi würde das tun? Homi ist ein guter Kumpo. Dieser Gno weiß genau, wo das Gotzo sich versteckt. Du sagst mir Bescheid, wenn ich dich bringen soll? Mach ich. Ja, klingt ja schon wieder nach einem spannenden Kampf und... Vielleicht... Das ist natürlich wieder krass, dass da vorne wieder so eine blöde Riesenkappe rumturnt und natürlich wieder so ein Alligator. Vielleicht ist aber auch der Gnomfresser, von dem er mir gerade berichtet hat. Wir werden das gleich mal rausfinden. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen in der Gegend um. Mensch. Und ehe man sich versieht, kommt wieder irgendwoher ein Gegner angelatscht. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber das wird sein Untergang sein, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch so eine Pistole bei, aber ich habe da halt nur 23 Schuss für und ich möchte die ungern verwenden, denn zum einen habe ich es halt nicht geskillt und zum anderen 23 Schuss sind nicht viel. Besonders wenn ich sie nicht geskillt habe und ständig daneben schieße.
Da oben ist ein Feuer. Da würde ich gerne mal hochklettern. Dann mich würde es mal interessieren, was da oben ist. Vielleicht ist da ja irgendwas Spannendes oder sowas. So Gold. Zum Beispiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wer würde dann ein Feuer machen, um das Gold zu kennzeichnen? Ich glaube, so doof kann gar keiner sein. Also wenn man denn überhaupt hochkommt, das ist ja noch die Frage. Vielleicht irgendwie klettern oder so. Nee, da wollte ich gerade nicht hin. Ach, Moment, ich könnte natürlich auch mal, ne? Ist natürlich die Frage, ob das jetzt sinnvoll war. Denn ich komme ja nicht so hoch mit dem Papagei. Ja, okay, das war natürlich jetzt etwas selten dämlich, denn ich hätte wahrscheinlich irgendwo von einer höheren Position aus rüberschweben müssen. Was? Bones schließt sich mir an? Wo ist denn Bones? Der ist am Arsch der Heide. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich von da oben irgendwie rüberfliegen. Also es würde halt Sinn ergeben. Oder ich kann hier tatsächlich irgendwo hochklettern. Ich habe es einfach noch nicht gefunden. Naja, oder so. Geht natürlich auch, klar. Und wenn diese beschissene Kiste hier auch verschlossen ist, dann raste ich aus, aber sowas von. Dann hau ich alles kurz und klein. Wahrscheinlich rolle ich hier gleich bei so einer Ausweichrolle von der Klippe und breche mir irgendwie den Hals oder so. Es würde ja ganz gut passen. Maki-Beere. Ein Lagerfeuer. Wir können erstmal den ganzen Mist hier braten, den wir noch im Inventar haben. Dann kriege ich dann ein bisschen Proviant, um uns zu heilen. Und ich bin so gespannt, ob die Truhe verschlossen ist. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Denn ich bin schon wieder am Ende. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie einen Kommentar hinterlasst oder so, oder auch den Kanal abonniert, wenn ihr Spaß bei den Videos habt. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titan Lords. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao.